Hey Anno Community, herzlich willkommen zum letzten Teil unserer kleinen Videotutorial-Reihe zum neuen DLC Reich der Lüfte. Heute geht es um das neue Postsystem und die Lebensqualitätsbedürfnisse. Aber alles nach der Reihe und vor allen Dingen nach dem Intro. Bis gleich. Aber jetzt mal ganz langsam. Wir fangen ganz von vorne an. Wie ihr in Anno 1800 wisst, hat jede Bevölkerungsstufe eigene Bedürfnisse oder Zufriedenheitsmöglichkeiten. Hier zum Beispiel bei den Hacienda Obrera sieht das aus, dass wir die Hacienda brauchen oder zum Beispiel Ponchos. Neu mit hinzugekommen sind Lebensqualitätsbedürfnisse. Dafür gibt es hier unten in jedem Haus und unter jeder Bevölkerungsstufe, ja auch für die Bauern oder die Journaleros, wie ihr hier sehen könnt, gibt es diesen neuen Lebensqualitätsbutton. Wenn wir hier einmal draufdrücken, seht ihr auch schon, was wir optional erhalten können. Wichtig zu wissen, wenn ihr zum Beispiel einen Aufstieg in eine nächsthöhere Bevölkerungsstufe erstreben wollt, zum Beispiel von den Journalero, wo die Pfeile hier oben sind, also wartet auf Aufstieg, zu den Obrera, dann müsst ihr diese Lebensqualitätsbedürfnisse nicht erfüllen. Diese sind rein optional und haben einfach folgenden Zweck, dass wir hier zum Beispiel durch Kommunikation, also die Post, hier Obreros generieren bzw. Münzen generieren. Und das Gleiche können wir durch verschiedene Waren. Jede Bevölkerungsstufe hat auch unterschiedliche Waren in der Lebensqualität. Zum Beispiel hier mit Brillen und Schreibmaschinen und Chroniken haben wir hier die Möglichkeit auch wiederum Einwohner bzw. Münzen zu generieren. Wenn wir jetzt mal auf die Journaleros klicken, dann sind hier die Lebensqualitätsbedürfnisse wieder komplett anders. Das heißt, wir bräuchten hier Arbeitskleidung, Filz oder halt Tiff. Und hier sieht man auch die Vernetzung oder die Verbindung der unterschiedlichen DLCs ist hier eigentlich ganz gut gelungen. Wie wir natürlich die normalen Lebensqualitätsbedürfnisse, also zum Beispiel Brillen, Schreibmaschinen und Chroniken versorgen, ist ja wohl klar. Das heißt, wir liefern einfach die Waren hier hin und hier wird dann dementsprechend der Versorgungsbalken aufgefüllt. Neu ist quasi die Lebensqualitätsversorgung durch die Kommunikation. So, dafür haben wir einen neuen Menüpunkt bekommen, nämlich den Postdienst. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, für Post zu sorgen. Und unter anderem ist die eine Möglichkeit das Postamt, das ist dieses Gebäude hier, oder ein Briefkasten, der sieht dementsprechend so aus. Wie wir es von Anno 1800 gewohnt sind, gibt es auch hier wieder gravierende Unterschiede. Nicht nur die Bezeichnung Postamt und Briefkasten ist unterschiedlich, sondern auch das Gebäude an sich. Das Postamt kommt mit einem großen Radius daher. Dagegen hat der Briefkasten einen relativ kleinen Radius. Hier müssen wir beachten, dass der Radius sich nicht überlappen darf. Das heißt, das funktioniert genauso wie ein Rathaus oder eine Handelskammer. Mit Hilfe der beiden neuen Gebäude generieren wir also Post. Das Postamt hat den Vorteil, durch den großen Radius, dass wir einfach hier mehr Bewohner erfassen. Das wiederum ist vorteilhaft, weil dadurch erhöht sich die Produktivität. Das heißt, je mehr Bewohner erfasst werden, umso höher ist die Produktivität. Also hier haben wir eine Verarbeitungszeit von 12 Sekunden pro Brief. Und bei dem Briefkasten ist es zum Beispiel so, hier haben wir nur eine Verarbeitungszeit von 55 Sekunden, liegt aber auch daran, weil der Radius ein bisschen kleiner ist und hier auch nur insgesamt 409 Bewohner erfasst werden. Nachdem ihr jetzt endlich wisst, wie ihr Post generieren könnt, erkläre ich euch einmal kurz die Unterschiede. Also, wir gehen auf ein Haus und sagen Lebensqualität und hier haben wir jetzt in der Kommunikation drei verschiedene Postmöglichkeiten. Wir haben einmal lokale Post. Lokale Post wird auf jeder Insel selber generiert, deswegen lokal. Das heißt, jedes Postamt oder jeder Briefkasten produziert dementsprechend hier lokale Post. Wenn ihr dann wieder auf den Lebensqualitätsbutton geklickt habt, dann seht ihr aber, dass wir zum Beispiel noch regionale Post haben. Regionale Post funktioniert so. Ihr habt auf dieser Insel zum Beispiel und auf einer zweiten Insel jeweils eine Stadt, in der ihr Post generiert. Also auf jeder Insel macht ihr lokale Post. Damit ihr regionale Post generieren könnt, müsst ihr zum Beispiel ein Luftschiff nehmen und das von dieser Insel auf die andere Insel nämlich transferieren. Also ihr bringt Post wie normale Ware, bringt ihr die Post rüber auf die andere Insel und theoretisch wieder mit einer neuen Route wieder zurück auf diese Insel. Somit habt ihr nicht nur lokale Post, die hier auf der Insel selber generiert wird, sondern auch regionale Post. Das heißt, die Post wird quasi zwischen Insel und Insel ausgetauscht. Das Ganze funktioniert aber auch sessionübergreifend. Das nennt sich dann überregionale Post. Überregionale Post wird quasi in der alten Welt generiert. Das heißt, in der alten Welt habt ihr eine Insel, wo ihr lokale Post generiert und diese wird dann auch wieder per Luftschiff, weil es ja Luftpost, wieder in die neue Welt verfrachtet, zum Beispiel hier an den Lufthafen, da wo dieses Luftschiff hier zum Beispiel gerade landet und dadurch, wenn ihr dann die Post aus der alten Welt hier rüberbringt, dadurch generiert ihr hier
in der Lebensqualität, nämlich die überregionale Post. Apropos Post, ich bin euch ja noch was aus dem zweiten Videotutorial schuldig. Und zwar gibt es noch ein Modul im Lufthafen, was wir noch nicht erklärt haben, das Luftpostlager. Im Luftpostlager seht ihr also, wie viel lokale Post ihr habt, wie viel regionale Post ihr habt und vor allen Dingen, wie viel überregionale Post ihr habt, aber auch zum Beispiel Forschungsberichte. Diese kriegt ihr zum Beispiel nur über ein Item. Damit ihr die Post aber generieren könnt, brauchen wir Luftschiffe, die wir ja dann über den Hangar generieren bzw. produzieren können, aber auch um die Luftschiffe bzw. um die Post hin und her zu transferieren, also zum Beispiel um überregionale Post zu erzeugen, brauchen wir eine Route. Das Ganze machen wir ähnlich wie eine normale Route. Dazu gehen wir hier unten links auf das Routenmenü, drücken hier unten wieder Route einrichten und sagen dann aber eine Luftschiffroute einrichten. Das heißt, wir drücken hier drauf, wählen diese Insel und eine zweite Insel auf. Ihr müsst natürlich auf beiden Inseln einen Lufthafen gebaut haben, sonst funktioniert das nicht. Vorher wählt ihr hier zum Beispiel ein Luftschiff aus, wie dieses hier. Und dann können wir hier auswählen, dass wir hier zum Beispiel lokale Post dementsprechend verschiffen wollen. Dann drücken wir hier noch auf OK und dann ist die Route eingestellt. Dann würde jetzt das Luftschiff beginnen, hier Post zu sammeln und dann rüberzubringen. Somit würden wir dann dementsprechend regionale Post generieren. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit der alten Welt, beziehungsweise funktioniert das Ganze auch, wenn ihr von der alten Welt hier zurück Post transferieren wollt. Kurz noch eine kleine Info, beziehungsweise ein kleiner Spieltipp. Die Verladegeschwindigkeit des neuen Lufthafens ist relativ langsam. 2 Tonnen nämlich. Damit das Ding ein bisschen gepimpt wird, gibt es mich ein neues Item, und zwar den Logistiker. Den könnt ihr entweder im Forschungsinstitut erforschen oder ihr könnt den über den Archive Blake kaufen. Das Ding kostet aber auch leider nur 1,56 Millionen, ist also nicht sehr günstig. Solltet ihr das Geld natürlich überhaben, ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Investition. Ebenfalls ein weiterer Tipp am Rande, das Postsystem, was wir auch in der alten Welt nutzen können, natürlich um die Gebäude hier auch mit Post zu versorgen, ist erst ab den Handwerkern verfügbar. Und zwar erst ab 500 Handwerkern könnt ihr das Postamt bzw. einen Briefkasten bauen. Vorher geht das nicht. Da solltet ihr darauf achten, dass ihr auf jeden Fall genügend Handwerker hattet. Ich in meinem Spielstand hatte leider gar keine Handwerker mehr über. Als Arbeitskraft ja, aber grundsätzlich keine Gebäude mehr. Deswegen war das erst bei mir nicht verfügbar. Und erst mit dem Downgrade von Investoren bzw. Ingenieuren zu Handwerkern und ich 500 Handwerker hatte, ist dieses Baumenü aufgefallen. Und dann konnte ich die auch endlich mit der Post loslegen. Wo die Lebensqualitätsbedürfnisse natürlich richtig Spaß machen, ist bei den Hochhäusern, also die High-Life-DLC-Variante aus dem 3. Season Pass. Wenn wir hier auf Lebensqualität drücken, sehen wir hier schon, die Kommunikation bringt uns nämlich insgesamt 58 Investoren, 72 Investoren für die regionale Post und sogar 150 Investoren zusätzlich über die überregionale Post. Und außerdem bekommen wir durch den Wohlstand nochmal 30, durch die Bärenfälle nochmal 60, also durch die Fälle 30 und hier durch Wandteppe auch nochmal 60. Also insgesamt haben wir hier näher ein riesengroßes Haus, was wir mit sämtlichen Items auch noch ein bisschen pushen können. Also gerade für die Rekordbauer oder die Effizienzbauer sind die Lebensqualitätsbedürfnisse schon sehr, sehr nice und machen unheimlich viel Spaß. Und als Beispiel, damit ihr mal wisst, in welche Richtung es gehen kann, diese Insel hier hat die Möglichkeit aktuell von 556.000 Einwohnern. Wenn wir uns das mal über die Bilanz anschauen, könnten wir hier auf dieser Insel, theoretisch, wenn wir alles vernünftig versorgen würden, circa 800.000 Einwohner auf so eine Insel setzen. Also für alle, die damit ein bisschen rumprobieren wollen, denen wünsche ich natürlich ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir sind auch jetzt leider schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, genauso wie einen Daumen hoch, damit meine Videos besser auf YouTube gesehen werden. Solltet ihr noch Fragen, Anregungen oder auch gerne Lob haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Damit sage ich euch einen schönen guten Tag, eine schöne gute Nacht und bis bald, euer Desmond. Macht's gut.